Hallo ihr 30 Freunde, für den Markus habe ich dir einen E36-328i Kabelbaum umgebaut für E30. Den gehen wir heute mal im Detail durch, vor allen Dingen schauen wir mal uns die einzelnen Stecker an und die Kabelfarben. Wenn nämlich der Kabelbaum runter ist vom Motor, ist es nachher dann gar nicht mehr so einfach, die alle wieder richtig zuzuordnen. Aber zunächst zeige ich euch erstmal, was ich hier umgebaut habe. Ich habe erstmal sämtliche Gummiummantlungen und Plastikummantlungen von diesem M52 Kabelbaum hier alle entfernt. Hab dann so ein bisschen umsortiert, also die Diagnosedose, die sitzt ja original hier drüben mit dran. Eins von den beiden Relais, ich glaube das hier, das sitzt sonst auch irgendwo hier drüben. Das habe ich alles hier nach Fahrerseite rübergezogen, weil hier kann man ja mit dem M40, mit dem Kabelkanal wunderbar die Relais befestigen und auch die Diagnosedose. Dann haben wir natürlich hier den 20-poligen E30 Stecker konfektioniert. Normalerweise geht dieses Kabel auch ungefähr bis hier, das heißt, das kann man ruhig ordentlich einkürzen. Das sind erstmal so die grundsätzlichen Sachen. Ansonsten habe ich halt dieses Kabel zum Rückfahrschalter, zum Getriebe entfernt, weil da gibt es ja mit 30 einen eigenen Anschluss. Ich habe hier nachgerüstet, wie immer, den Anschluss für den E30 Temperatursensor, den wir ja brauchen. Ja, das waren so die groben Umbauarbeiten. Jetzt will ich euch mal die einzelnen Anschlüsse vorstellen. Also Diagnosedose ist klar. Hier haben wir unsere drei Relais, X20 Motorstecker. Dann haben wir hier den Abgang zum Luftmengenmesser und zum Tankentlüftungsventil. So, den Temperatursensor packen wir auch mal beiseite. Dann gehen wir weiter zum Starter. Der Starter, der hat ja hier eine dicke Plusversorgung, hat dann hier diese beiden Ringösen. Die größere sorgt für Starten, die kleinere ist das Entlastungsrelais. Dann wird dieses dicke Plus weitergeleitet bis zur Lichtmaschine. Das ist dieser Anschluss hier. Und da haben wir auch nochmal das kleine blaue Kabel, was die Ladekontrollleuchte sicherstellt. Was haben wir noch Schönes hier? Leerlaufsteller, gut zu erkennen an diesen weißen Kabeln hier an den dreien. Dann haben wir hier den Öldruckschalter, der hat nur einen Anschluss, nämlich grün-braun. Dann haben wir noch einen weiteren dreipoligen, das ist dann der Drosselklappen-Poti. Der ist hier nicht beschriftet, weil der ist eindeutig, das ist nämlich der Anschluss für den originalen Kühlmittelsensor, wo hier halt der Anschluss für DME und Taro für Cockpit, Wassertemperaturanzeige, alles integriert ist. So, ansonsten haben wir hier Ansaugtemperatursensor. Den hatten wir, glaube ich, schon. Öldruck. So, dann haben wir hier diese beiden Sensoren für Kurbelwelle und Nockenwelle. Auch die kann man da wunderbar vertauschen. Zum Glück haben sie bei E36 auch verschiedene Kabelfarben. Man muss also nicht durchmessen. Der dünnere hier ist für Nockenwelle, der etwas dickere ummantelte ist für die Kurbelwellensensorik. Ansonsten sind hier in dem Fall die Klopfsensoren alle noch original dran. Brauchen wir also nichts beschriften, ergibt sich quasi aus der Einbausituation. Ich glaube, weitere Stecker haben wir hier unter der Ansaugbrücke nicht mehr. Dann haben wir hier den Abgang zur Einspritzleiste. Da sind nochmal die Anschlüsse für die Lambda-Sonde und die habe ich auch entsprechend beschriftet. Hier vorne ist noch ganz spannend, ist der Anschluss für die Warnos. Also hier wird das Warnos-Ventil angeschlossen. Dann haben wir das soweit fertig. Naja, hier haben wir den Abgang zu den Zündspulen. Hier haben wir die Masse, die gegen Karosse geschraubt wird. Hier haben wir die Dauerplus-Verbindung, die entsprechend auf Dauerplus gelegt wird. Davon ist das dicke hier die Leitung für Lichtmaschine und Anlasser und die dünne ist die Versorgung, Stromversorgung der DME. Ich habe hier für den Markus noch nachgerüstet ein Kabel mit dem Drehzahlsignal, damit er in seinem Handschuhfach den dreipoligen Stecker da bedienen kann. Da gibt es ja ein schwarzes Kabel und da wird die Drehzahl quasi erwartet, damit der Taro E30 da die Drehzahl anzeigt. Verbrauchsanzeige habe ich mir gar nicht erst hier rausgelegt, weil sowieso keine sinnvollen Werte im E30 Cockpit angezeigt werden. Ansonsten habe ich hier nochmal als kleine Übersicht sämtliche Kabelfarben rausgesucht aus den Schaltplänen, falls man mal einen Stecker nicht zuordnen kann. Ist quasi hier nochmal beschrieben, wo die hingehen, falls man sie mal durchmessen muss bis zur DME und welche Kabelfarben im Normalfall halt vorhanden sind. Das habe ich ja für den V8 auch schon mal gemacht, das heißt, wenn es dazu Fragen gibt, könnt ihr mich anschreiben oder das entsprechende Video euch anschauen dazu und dann kriegt man quasi hier die Elektrik von diesem Motor, von dem M52 im E30 recht gut zusammen. Ja, was ihr vielleicht vermisst habt, ist der Anschluss für den Ölniveaugeber. Sowas gibt es beim E36 offensichtlich nicht im Motorkabelbaum. Der Markus hat jetzt hier eine E34 Ölwanne und besorgt sich dann auch einen passenden Sensor. Und dann werde ich hier eben quasi noch diese drei Leitungen oder vielmehr hier zwei Leitungen rausziehen und einen separaten Stecker, einen zusätzlichen Stecker anbieten, damit er dann entsprechend den Ölniveausensor auch in der Ölwanne verbauen kann und damit seine Checkcontroller nicht die ganze Zeit blinkt. Wenn ihr also ein E30 habt mit 6 Zylinder und damit mit Checkcontrol,
dann wäre es ja wahrscheinlich nicht schlecht, wenn man den Ölniveau-Sensor auch verbaut. Wenn ihr ein bisschen Glück habt, dann ist er bei eurer E34-Ölwanne dabei. Es wird nämlich ein E34-Ölniveau-Sensor benötigt, weil E36, wie gesagt, hier in dem Fall vom 28er, 328er, hat einfach keinen Sensor an Bord. Ja, dann braucht ihr eigentlich nur einen Stecker, einen dreipoligen, und zwar mit dieser Kodierung, ne, wo hier unten ein Ritz ist. Nicht geeignet ist zum Beispiel dieser Stecker hier. Der hat unten quasi zwei Schlitze von der Kodierung her. Der würde also nicht raufpassen. Also wenn wir den richtigen Stecker haben, oben zwei Vertiefungen, unten eine, dann ist es eigentlich auch ganz einfach. Der mittlere Anschluss, wie man hier schon sieht, kommt gegen Masse. Der hier im Bild rechte ist der Pin 1. Der wird einfach hier zum E30 Motorstecker hingelegt auf den Anschluss Nummer 10. Und der Zweier, wie gesagt, gegen Masse. Und der Pin 3, in dem Fall das weiße Kabel, kommt auf den E30 Motorstecker Pin 2. Und die Masse kann man sich hier wunderbar auch klauen von dem Diagnosestecker, weil da gibt es nämlich eine Masse. Wir haben eine Szene extra hier rübergelegt. Das heißt, man muss hier nicht unendlich weit gehen, um eine Masse zu finden, sondern am Diagnosestecker, Diagnosedose, gibt es direkt eine Masse. Ja, wenn er das so verkabelt, dann sollte also ein E34-Sensor hier die Check-Control vom E30 vernünftig bedienen. Und wenn er da keinen Bock drauf hat, dann könnt ihr auch einfach den Pin 2 hier gegen Masse legen. Dann suggeriert quasi der Motor ständig volles Öl, dann geht die Lampe aus. Aber ihr könnt es ja auch ordentlich machen und quasi den Sensor einfach verbauen. Katze, sag mal, bist du dumm? Wie kommst du da oben hin? Ja, die Katze ist auf dem Dachbalken lang gelaufen und jetzt ins Auto reingesprungen oder aufs Auto raufgesprungen. Und jetzt kommt sie nicht mehr runter. Ich kann es auch nicht wegfahren, das Auto hier unten, weil draußen Schnee. Na, dann werden wir eine Leiter ranstellen. Vielleicht können wir sie ja da irgendwie runterbekommen, die Miezekatze. So, na dann schnappen wir uns mal die Leiter. Oder du springst wieder zurück, wo du herkommen bist, Mizi, das geht auch. Ja, komm lieber zu mir, hier ist besser. Na, darunter würde ich nicht springen an deiner Stelle. Hier, Mietze, hier musst du runter. Zack. Hast du Glück gehabt, wa?